Dieses Video wird präsentiert von meinem Werbepartner, der Knappschaft, für meine Gesundheit. Was da unten ist, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid, auch wenn hier seit 4 Monaten schon fast nichts mehr hochgeladen wurde auf diesem YouTube-Kanal. Trotzdem, welcome back und schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir ja tatsächlich vor einiger Zeit vorgenommen, regelmäßig Videos hochzuladen. Das hat in der letzten Zeit nicht so ganz geklappt, liegt aber an ein paar Dingen, die ich euch gleich erklären werde. Es gibt große Projekte, vieles hat sich geändert in der letzten Zeit, weil man ja leider immer noch als Zauberkünstler tatsächlich nicht auftreten kann. Und wir haben inzwischen Mitte April 2021, was sehr bedauerlich ist, aber es lässt sich nicht ändern. Deshalb mussten ein paar Alternativen her, über die reden wir gleich. Und ich habe ein richtig großes neues Projekt am Start, Leute. Das erzählt ich euch ganz am Ende des Videos, also dranbleiben, nicht vergessen. Aber bevor wir mit dem heutigen Video starten, möchte ich mich bei der Knappschaft als dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Die Knappschaft bietet euch als Krankenkasse zahlreiche Extras mit dem Aktivbonus. Zum Beispiel bekommt ihr 70 Euro für das Fitnessstudio oder den Sportverein, zusätzlich nochmal 30% bei Gymondo. Außerdem gibt es bis zu 160 Euro für 2 Gesundheitskurse pro Jahr. Die Knappschaft übernimmt ebenfalls Kosten für Akupunktur und homöopathische Behandlung. Sogar die Reiseschutzimpfung wird von der Krankenkasse übernommen. Solltet ihr auf der Suche nach einer neuen Krankenkasse sein, wird auch der gesamte Wechsel von der Knappschaft übernommen. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder weitere Informationen, ihr findet alles unten in der Videobeschreibung, genauso wie euren persönlichen Ansprechpartner. Nochmal vielen Dank an die Knappschaft und ich gebe zurück an mich im Video. Im Übrigen, kleiner Geheimtipp, wenn ihr eine andere Impfung braucht, ich meine so eine richtig spezielle, die kann ich euch bieten. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ist schon ein Weilchen her. Seit dem letzten Vlog. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Essen. Wohin genau, seht ihr gleich, Freunde. Ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, wenn ihr im Stream dabei gewesen seid. Dann wisst ihr sowieso, wo es hingeht. Wir planen ein paar neue Sachen für die Magic Live Show. Und ich muss mich jetzt auf den Weg machen, weil, Freunde, auch heute bin ich wieder ein bisschen spät dran, so wie immer in meinem Leben. Und zwar geht es jetzt ab nach Essen, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Vorher müssen die Hunde nochmal Pipi. Ne, Libby? Musst du nochmal Pipi machen? Ja? Okay, gut. Und dann schießen wir los in 3, 2, 1. Let's go. So, Freunde, wir sind angekommen in der Zentrale des Wahnsinns, wie Philo immer so schön sagt. Gucken wir mal, wo sich die beiden Jungs aufhalten und dann, ja, dann quatschen wir über den Rest. Machst du eine oder so oder was? Was geht? Kniebeugen. Immer wieder hoch und runter. Und das immer wieder gesund. Dehnen. Links. Du siehst auch gesund aus. Und ey. Rechts. Das ist Aqua Gym am Morgen. Eins. Du musst schon im Takt bleiben. Ja, achso, was für Aerosol getroffen. Ich habe keine Masken angezogen. Und was war? Negativ. Negativ. Krasser Typ, ey. Philo ist einfach gegen alles immun. Auch gegen Zauberei. So, pass auf, bin jetzt 2 Minuten hier. Philo nimmt schon das gesamte Karchak-Setup auseinander. Ja, ihr Scheißdreck da! Was hast du denn da eigentlich gemacht jetzt? Alter, das ist hier, ja, was soll ich dir sagen? Das ist richtig geil. Also ich sage mal was, Gaffer-Tape ist der Hot-Shit. Definitiv. Hot-Shit. WD-40 und Panzer-Tape. Das Beste, das ist einfach Beste. Kannst du alles. Das Problem ist nur, wir haben kein Gaffer-Tape. das ist natürlich top. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen guten Tag hier bei uns live im Studio. Das ist jetzt ja quasi auch behind the scenes. Ja, wir wollten mal so eine Roomtour machen. Ja, ja, dreh ich mal. Okay, pass auf. Hier. Roomtour. Ende. Fertig. Das ist, das war's. Mehr gibt's nicht zu sehen. Okay. Ja, ich versuche das mal zu kleben, aber mach mal. Ich brauche die Gaffer-Tape. Ja, ich bin hier beim echten Karchak. Da ist der Herr Kotnik am Start. Ja. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde, sagt er. Guck mal hier, ich habe hier neuer Fund in der Kategorie Dinge, die Welt nicht braucht, aber die trotzdem leider geil sind. Ne? Komm mal raus, komm, mach mal. Also pass auf, das ist ein Rucksack, ja. Die komplette Oberfläche sind LEDs hinter. Mhm. Und jetzt denkst du dir, warum ist das geil? Ja, kann ich dir sagen, zum Beispiel du bist Fahrradfahrer. Ja. Du kennst es im Dunkeln, jeder über 40. Jetzt gehst du in die App rein, sagst Fahrradmodus, ich enable das. So und zack, einmal blinkst du und jetzt sagst du, ich will nach rechts fahren, zack. Geil. Und sagst du, ich will nach links fahren. Ja. Zack. Aber, so, ich bremse. Stopp. Polizeikontrolle. Was machst du zuerst? Also Bremse treten oder drücken? Kannst natürlich auch sagen, fuck, wie viel Uhr haben wir?
oder willst du den anderen zeigen, wie viel Uhr wir haben, dann machst du einfach die Uhr an. Ja. Ist auch kein Problem. Ja, das macht Sinn, echt. Oder halt, dir ist sowas von langweilig, dann spielst du halt einfach mal eine Runde Snake. Eine Runde Snake auf dem Rucksack. Vor allen Dingen musst du dann spielen. Du siehst dich ja nicht. Du musst auch die Leute fragen, wie spät haben wir es denn hinten auf meinem Rucksack? Das ist ja auch ein Beziehungsspiel. Christian, ist das sowas für dich, was du dir jetzt tendenziell kaufen würdest? Oder eher nicht? Nö, aber ich gucke mir das gerne an und mache meine Witze. Aber, ich finde es leider geil, ja. Wenn du eine Frau kennenlernen willst, ach so, geht weiter, ja, die geht hinter dir, ja, pass auf. Frau geht hinter dir, willst du dich unbedingt kennenlernen, dann machst du halt den hier. Oh ja. Kann man auch eigentlich so eine... Wie spontan? Das ist mir ganz spontan eingefallen. Du meinst hier... Ich glaube, jeder den Geschlechtsakt. Den Geschlechtsakt. Ich sag mal so, das ist jetzt erstmal eine Banane. Banane ist gut, aber eigentlich brauchst du eigentlich die Aubergine, ne? Die Aubergine brauchst du. Aubergine ist doch eigentlich dafür. Ja, die Aubergine. Guck mal. Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe noch was zu sagen. Was hast du denn zu sagen? Das Krasse ist... Er sollte jetzt auch. So, sorry? Ja. Ja. Das Krasse ist... Nein. Dass ich hier hinten grün habe und da nicht. Guckt es euch an. Jetzt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag. Und das sind die neuen Shirts. Wir brauchen neue Shirts. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Warte, ich mach mal. So einen Rucksack brauche ich auch ganz dringend. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ist leider geil. Naja, jedenfalls gab es da noch ein ziemlich großes Ereignis, das ich irgendwie nie so wirklich hier auf YouTube angesprochen habe. Und zwar war das die 1000-Abo-Marke, die geknackt wurde. Dank euch, Leute. Dafür nochmal riesengroßes Dankeschön an euch alle für den Support und so. Ich denke, dass wir jetzt in der nächsten Zeit hier einige coole Sachen und einige coole Projekte geplant haben. Und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. So, Freunde, da haben wir dann jetzt einfach mal die 1000 Abos geknackt. Ich bin gerade todmüde, freaking todmüde, aber auch genauso happy. Da oben hängt immer noch Konfetti, das hat sich jetzt gereimt. Hier liegt auch überall Konfetti noch rum auf dem Boden. Ich bin jetzt raus. Danke auf jeden Fall euch allen, die dabei gewesen sind im Livestream. Ich filme das jetzt gerade direkt nach dem Livestream. Hier wird gerade noch ein bisschen geschrieben im Chat. Ja, Leute, ich bin happy gerade wie ein Schneekönig, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten, wobei das nicht viel bringt, weil wenn ihr das seht, ist das schon längst vorbei. Dann schöne Weihnachten 2021, was dann irgendwie 12 Monate später ist. Aber ich sitze schon wieder viel zu viel Mist, weil es ist einfach viel zu spät. Ich bin jetzt raus und danke fürs Dabeisein bei den 1000 Abos, Freunde. Haut rein. Deshalb an der Stelle nochmal riesengroßes Dankeschön dafür. War für mich wirklich ein Highlight. Ich habe da sehr lange drauf hingearbeitet. Und ja, wir sind jetzt schon fast bei den 1100. Deshalb... Danke dafür. Dann hatte ich natürlich auch noch eine Online-Show, eine Zoom-Online-Show. Und ich habe jetzt geplant, tatsächlich eine Solo-Show auf Zoom zu veranstalten in der nächsten Zeit. Da habe ich tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, ist aber halb konkret. Termine folgen dann in Kürze. Checkt auf jeden Fall meine Website und dann gibt es da die nächste Zoom-Online-Show mit mir und höchstwahrscheinlich auch noch eine mit Philo. Ich freue mich sehr, hat tatsächlich Spaß gemacht, wobei ich gestehen muss, dass Zoom-Shows tatsächlich schon ein bisschen was anderes sind als normale Auftritte, aber Lirum Larum, normale Auftritte sind ja, deshalb bleibt uns da leider nichts anderes übrig. Alright, ein sehr großes neues Projekt, das ich noch habe, ist den Stream-PC in der Zauberschule oder in den Düsseldorfer Zauberwelten einzurichten. Chris plant da ein Hybridprojekt, in dem er vorhat, zukünftige normale Shows mit Livestreams zu verbinden. Und ich halte das für eine wirklich coole Sache. Da haben wir die letzte Zeit einige Stunden verbracht, um da den Ausbau so ein bisschen voranzutreiben. Ich habe natürlich auch etwas gefilmt. Ist, glaube ich, nicht das allergrößte Footage, aber ich habe mir gedacht, wir packen es trotzdem mal in den Vlog hier mit rein. Und das seht ihr jetzt. 3, 2, 1, bis gleich. Philo, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir hier aber schon richtig. Sind wir richtig, auf jeden Fall. Aber der Philo muss gerade ein bisschen schiffen. Deshalb müssen wir gerade ein bisschen Vollgas geben. So mega pinkel. Jetzt komm, ich mache dir die Tür auf. Oder? Kann ich dir hier aufmachen? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Machst du uns auf? Chris, hi. Servus, hi. Hey. Wo sind wir denn? In den Düsseldorfer Zauberwelten und wie man meinen Klamotten ansehen kann, sind wir in den letzten Zügen des Riesenumbaus, den wir seit September machen. Ja, okay. Und wir gucken uns das Ganze jetzt gleich mal so ein bisschen an. Ne? Also hier angucken ist der Philo und hier gibt es schon ganz viele Zauberartikel.
Was ja definitiv schon mal nicht verkehrt ist, ja. Ich führe euch mal so ein bisschen hier rum. Ich kenne mich hier selber noch gar nicht aus. Ich bin hier gerade auch ganz neu. Das ist die Bibliothek. Das ist die Bibliothek. Das sieht auf jeden Fall definitiv gut aus. Was habt ihr denn hier so für Spezialitäten? Gibt es hier irgendwas? Wir sind gerade dabei, alles zu archivieren sozusagen, alles aufzunehmen. So dass wir es im Detail noch gar nicht so sagen können. Okay. Da sind aber einige alte Schätze dabei. Aber weißt du, wie viele es sind ungefähr? Selbst das wissen wir im Moment noch nicht. Ja. Jetzt raus aus der Zauberschule. War sehr interessant. Leider haben wir es nicht geschafft zu streamen, ne? Nee, aber ich sehe. Weil wir Idioten sind. Ja, ist viel zu viel, aber hier fährt vor mir ein Fahrzeug ohne Nummernschild. Ohne Nummernschild, was ist denn das? Corona. Kriminell, Alter. Corona, ey. Aber richtig kriminell. Corona. Was geht denn da ab? Bin irritiert. Ja. Aber richtig geil war das. Richtig cool. Das war richtig geil und ich glaube, ihr seht da demnächst noch so ein paar Projekte. Ich sehe da, was auf uns zukommt, oder? Wir werden auf jeden Fall, wir haben so geile Stream-Locations in Zukunft, Freunde. Oh ja. Und nicht nur eine, wir reden hier vom Plural. Definitiv mehr Zeit. Jetzt fahren wir in die Gruft. In die Gruft. In die Gruft. In die Gruft vom Heubes. Gleich 9:15. 9:15? Das ist die erste Tür. Okay, Leute. Insights hier. Geil. Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Geil. Das ist aber gut versteckt, das findet wirklich keiner, ne? Tada! So. Ich glaube, das wird keiner hinter der Tür vermuten, wer es nicht weiß, oder? Aber guck mal bitte. Das ist natürlich schick hier. Richtig schick. Richtig, richtig schick. So, guck mal, was sind hier noch? Was haben wir hier noch? Sehr schön. Ich gebe euch mal so einen Rundumblick. Ich hoffe, du hast hier nichts, was keiner sehen darf. Das finde ich gut, ja. Guck mal, und hier habe ich schon, das ist die sagenumwobene Tür. Ja, das ist ja mit der sagenumwobenen kaputten Lampe, die zu viel Zauberer dran gezogen anstatt gedreht haben. Es geht so, ja, das entweder, entweder Buch oder, ja, oder hier drehen. Das ist, Leute, in welchem Stream, ganz ehrlich, bekommt ihr sowas geboten? In welchem Stream? In keinem. In deinem? In meinem, genau, richtig. Ich renne hier übrigens immer noch mit Sonnenbrille rum, das ist ein bisschen suboptimal. Das ist auch ein langer Weg hier, ne? Muss man ja echt mal sagen. Ja, aber manchmal schafft man den noch nicht mehr. Ich kann es halbwegs verstehen. Guck mal hier. Mein Gott, das ist aber auch echt, das ist aber schick hier. Gefällt mir sehr gut. Ja, sehr gut. Gut. Nicht sehr, sehr gut. Cooler Typ. Und da, ja, gibt es eine Guillotine. Das ist der erste Einblick und mehr gibt es nicht, weil jetzt müssen wir gucken. Genau, jetzt machen wir erstmal Streamende. Philo, wo sind wir? In der Gruft, Alter. In der Gruft. In der Gruft. In der wahren Gruft. Leute, guckt euch mal hier um. Es ist einfach quasi ein, wie nennt man es? Skurrilitätenkabinett? Ist das so? Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich die Gäste anschaut. Die Gäste. Skurriler geht's nicht. Skurriler. Da absolut komplett. Ja, ja. Also ich meine, wer kann schon von sich behaupten, eine Guillotine in seinem Wohnzimmer? Ist das dein Wohnzimmer? Das ist mein Wohnzimmer, ja. Genau. Und, ja, ich habe eine Zwei-Zimmer-Bude. Es ist mein Wohnraum. Zwei-Zimmer-Bude. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, Sven. Und schön, dich mal kennenzulernen. So, also so richtig. Du meinst, Sven, mich jetzt schon richtig kennengelernt. Wow, das werden wir feststellen, wenn wir das nächste Mal eine Runde Strip-Snooker spielen. Ja, ja. Jedes Foul ein Kleidungsstück. Ja, guck mal hier, das ist ein versteckter Snookertisch, der quasi auch als Esstisch dient. Habe ich auch so noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Gerade. Ja, gibt's auch so. Ne? Es ist auch tatsächlich. Guck mal, hier ist Philos Schlagzeug. Da spielt Philo nächstes Mal eine Runde. Ich spiele immer. Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Interessant, hier gibt's auch eine Kamera. Machst du ja mal Zeit. Ja, hier bin ich mal Zeit. Ja. Kann man alles hier. Und Seancen, wie man sieht. Seancen. Ja, es ist schon interessant. Das ist ein Museum. Ja, es ist wirklich ein Museum. Würde ich auch so bezeichnen, tatsächlich.
letzten Livestreams dabei gewesen seid, wisst ihr, dass ich auch vorgestern schon wieder da gewesen bin. Wir haben da noch ein bisschen weitergearbeitet am Streaming-PC und am Streaming-Setup. Da werden jetzt noch neue Kameras bestellt. Und ich verspreche euch, beim nächsten Update gibt es dann nochmal wieder einen richtig schönen Vlog über die Zauberschule, weil die ist es wirklich wert, Leute. Falls ihr da noch nicht gewesen seid, schaut mal rein. Die haben ein wirklich, wirklich, wirklich sehr nices Zaubertheater, Leute. Und ich glaube, da könnte das ein oder andere Projekt in Zukunft entstehen. Warten wir mal ab, was sich da noch ergibt. Nähere Infos gibt es dann in einem der nächsten Vlogs. Alright. Und zum Schluss, das dickste Ding, was ich in der letzten Zeit geplant habe oder umgesetzt habe, ist die ganze Merch-Produktion, die wir momentan umsetzen. Also ihr habt ja schon einiges gesehen an Transfer-Textildrucken und so. Ist eine coole Sache. Gestern hatten wir einen kleinen Fortschritt, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, vorgestern hatten wir einen richtig großen Durchbruch. Und zwar sind wir umgestiegen auf Siebdruck und Leute, ich bin so excited, was das Ganze zu bieten hat. Ich verspreche euch, im nächsten Vlog seht ihr dazu ein bisschen Material. Falls ihr nicht wisst, was Siebdruck ist, spielt jetzt gar keine so große Rolle. Es ist auf jeden Fall Next Level Merch. Und ja, da kommt einiges auf uns zu, weil wir haben einen großen Plan mit Deceptus Veredictum auch noch und so. Viele von euch wissen wahrscheinlich auch schon Bescheid, die haben es zumindest schon mal gehört. Ich möchte es gar nicht so anteasern. Wartet einfach noch ein bisschen ab und ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel ergeben. Viel Arbeit ist gerade dazu gekommen und das war auch einer der Gründe, weshalb die ganzen Videos so ein bisschen nach hinten geschoben wurden. Ich habe tatsächlich YouTube vermisst und ich freue mich riesig, hier das erste Video wieder gemacht zu haben, weil es ist tatsächlich meistens so, dass das erste Video der erste Schritt ist, um wieder regelmäßig zu posten. Ich werde mir selber in den Hintern treten, Freunde, dass in den nächsten Wochen wieder regelmäßig Videos hochgeladen werden und ihr müsst mir dabei helfen. So, jetzt habe ich aber fast das größte Thema des Tages vergessen zu erwähnen. Und jetzt kommen wir nochmal kurz dazu. Ich verspreche euch zuallererst mal, in der nächsten Woche wird es ein ganz ausführliches Video dazu geben. Und zwar, wir haben hier bei uns im Haus eine Wohnung frei. Und die meisten von euch wissen vermutlich, dass ich gerade das Studio hier renoviert habe, umgebaut habe. Und ich fühle mich hier auch wirklich, wirklich wohl. Aber dann kam Twitch dazwischen und wir hatten irgendwie dieses Projekt geschaffen, Streamwohnung. Und so wie es aussieht, seid ihr so megamäßig gehypt, genauso wie ich, aus dieser Wohnung die ultimative Streamerwohnung zu machen, dass ihr so viel donated habt und Bits rausgehauen habt auf Twitch, dass wir tatsächlich aufgrund der Community und aufgrund eurer Hilfe dieses ganze Projekt schon viel, viel eher umsetzen können. Das heißt, Freunde, dieses Studio hier wird natürlich bleiben, aber wir bauen an der ultimativen Streaming-Wohnung. Und zwar bedeutet das für euch und für uns und für mich, dass wir demnächst noch mehr streamen werden. Der Plan ist, den verrate ich euch erst im nächsten Video, aber Leute, es wird krass. Es wird wirklich krass. Ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ einmalige Sache ist, eine ganze Wohnung zu einer Streaming-Wohnung umzubauen. Ich bin sehr, sehr, sehr gehypt. Aber egal, ich möchte euch jetzt gar nicht zu viel anhypen. In der nächsten Woche gibt es auf jeden Fall ein sehr ausführliches Video zur ultimativen Streamwohnung. Ich freue mich sehr, Leute. Bin für diese Woche raus. Bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und nicht vergessen, Abo-Button, Daumen nach oben hilft immer und Kommentar da lassen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Checkt auf jeden Fall auch Twitch aus. Checkt auch mal meinen Werbepartner aus. Link und alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis zur nächsten Woche.